Einen wunderschönen guten Tag und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Chainsim World 2, der Danny spielt das. Ich wünsche euch von ganzem Herzen ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid gut reingekommen. Und zum Einstieg wollte ich heute mal ein kleines Szenario aus der Welt von Chainsim World 2 spielen. Und zwar werden wir dazu diese Baureihe 155 fahren. Und das Ganze nennt sich Stahlkreislauf und bringen Sie leere Schims zum Stahlwerk Ögen, damit diese dort beladen werden können. Wir werden einfach mal starten und mal schauen, was uns da so erwartet. Ich denke, so zum Einstieg in dieses neue Jahr 2022 ist das ganz angenehm und werden einfach mal schauen, was wir da so zu tun haben. So, willkommen in Plettenberg. Um eine hohe Produktionsrate beizubehalten, muss das Stahlwerk in der Nähe von Öge fortwährend mit Waggons für den Transport von neuen Waren versorgt werden. Ja, und dafür sind wir heute zuständig, würde ich sagen. So, wie immer werden wir natürlich schauen, dass wir nicht überfahren werden. So, dann werden wir uns mal zu unserer Lokomotive begeben. Aufmachen, Stufen hinaufsteigen. So, dann werden wir die Tür erstmal wieder schließen. Zack. So, da sollen wir drücken. Dann werden wir das mal tun. An, sollst du. Oh, ist die widerspenstig. So. Kompressor auf automatisch. Zack. Setzen Sie sich in den Fahrersitz. Das werden wir tun. Stellen Sie den Richtungswender auf vorwärts. Auch das werden wir machen. Stromabnehmer aufheben. Stellen Sie Trafo an. Auf automatisch. So. Haben wir denn überhaupt schon rot, grün? Fahren die Messsignalbilder. Gut, dann. Mal starten. Aber was fehlt doch hier noch?
geht da bestimmt irgendwie noch Führerscheinsleuchte an. Irgendwo. Kabinenleuchter. So. Sieht ja schon gleich viel besser aus. Stopp. Angrenzendes Nebengleis, das wird dann wohl. Das heißt, wir werden hier einfach das ist ein bisschen widerspenstig, ehrlich gesagt. Bisschen eigen die Look, muss ich ehrlich sagen. Kuppeln Sie jetzt die Waggons an, fahren Sie vorwärts, bis die Lokomotive die Waggons berührt, klettern Sie dann runter, verbinden Sie die Kupplung manuell miteinander. Das werden wir tun. So. Ach. So, dann werden wir jetzt mal kurz hier aussteigen.
Doch gerade. Komme ich jetzt hier wieder runter? So, dann wollen wir mal. So, auf geht's. Auf nach Hohenlimburg. 24 Kilometer. Stopp, 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 stopp. Und da fahren wir auch vorwärts. So. Nicht so ganz einfach, die gute. Aber wir fahren. Das ist doch schon mal die Hauptsache.
dann dürfen wir auch gleich endlich mal ein bisschen beschleunigen hier. Kurz zuvor gucken wir aber natürlich noch in den Ablaufplan rein. So, das haben wir alles erledigt. Ja, Hohenlimburg ist dann halt noch unser nächster halt, unser nächster Aufgabenpunkt. So, spring doch endlich mal um auf 110. Dauert ein bisschen, bis sie mal auf Touren kommt hier. So, so langsam kommt's aber. So, jetzt wären wir nämlich viel zu schnell hier. Ein bisschen abschalten. Ich glaube, so ungefähr passt es. So, Tunnel voraus.
die Baureihe 155, die hat mir jetzt wirklich noch gefehlt bei Chain Simba 2. Und naja, wie so viele Loks bei TSW, es ist noch Luft nach oben. Sie hat so ihre Tücken und ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber naja, es gibt bessere Loks, muss man mal so sagen. Aber vielleicht bin ich auch zu sehr verwöhnt, ich weiß es nicht. Oh Mann.
Endlich kommt mal ein bisschen KI-Verkehr hier. Schauen, was uns da entgegenkommt. Ein RE, wunderschön. Kilometer. Also die ist nicht so leicht zu steuern von der Fahrstufenregulierung her. Also es ist sehr schwer, da die richtige Fahrstufe für die richtige Geschwindigkeit zu finden. Es ist nicht so einfach. So, wenn ihr schon Erfahrung mit dieser Lokomotive habt, dann könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben. Also wenn ihr die beim TSW schon gespielt habt, gefahren habt und wie sind eure Erfahrungen so mit dieser Lok? Also ich muss bisher sagen, naja, wie gesagt, es gibt bessere und mein Geschmack ist sie nicht so. Vom Handling her, vom Aussehen mag die ganz, ganz schön sein, aber vom Handling her ist das wirklich kein Zuckerschlecken und ja, also mir gefällt sie nicht so, bin ich ganz ehrlich. Aber das ist nur meine Meinung. Wenn ihr deine eigene Meinung habt, schreibt sie gerne in die Kommentare, würde mich auf jeden Fall sehr freuen.
Klick zu. Wird ein bisschen schnell. Mal ein bisschen abschalten. Wobei das eigentlich auch nicht schlimm ist. Nur dass ich keine Punkte kriege, aber. So, 71,70, das stimmt ja ungefähr so. Und, ich hoffe, ihr seid alle schön ins oder gut ins neue Jahr gekommen. Und ich bin ja gespannt, ob wir dieses Jahr von DTG ein neues Train Simulator zu erwarten haben. TS23. Und ob es das gibt, wann es das gibt und was da für neue Strecken bei sind an neues Rollmaterial und ja, und was so bei TSB noch ansteht, an Add-ons, an DLCs, also da bin ich schon sehr gespannt, was uns da alles noch so erwartet im Laufe dieses neuen Jahres. Und natürlich werde ich euch wie immer alles Neueste auf meinem YouTube-Kanal präsentieren. So, da haben wir gleich noch 8 Kilometer, bis wir endlich da sind. Bin gespannt, ob wir dann die Wagen noch abkuppeln müssen oder ob dann wirklich einfach Schluss ist.
Also die Steuerung bzw. die Fahrstufensteuerung ist wirklich so ein Fall für sich. Und wie gesagt, an sich gefällt mir die Lok ganz gut, so vom Aussehen her, aber es ist halt sehr gewöhnungsbedürftig, die ganze Materie hier. So haben wir das auch mal gemacht. Aha, okay. So, bevor wir gleich auf 100 beschleunigen dürfen, darf ich wahrscheinlich gleich erstmal wieder abschalten, damit ich die 80 nicht überschalte. Das ist zum Träumen. Um Himmels Willen.
So, dann dürfen wir zum Abschluss noch einmal auf 100 beschleunigen und dann haben wir es gleich geschafft. Ich bin ja mal gespannt, wie punktgenau die bremst. Habt ihr auch mal ein bisschen die Gegend gesehen? Wobei es hier gar nicht viel zu sehen gibt, ehrlich gesagt. Aber ja, muss ja auch mal sein zwischendurch.
So, gelbes Vorsignal oder sehe ich das falsch? Stopp, bitte, stopp. Stopp, 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 stopp. Naja, ein bisschen früh, war besser als nichts. Warum stehe ich denn jetzt auf? Von hier rangieren Sie die Waggons zurück zum Empfang des Ölgewerks. Der lokale Rangierer wird die Waggons in die Anlage bringen. So. Okay, ich habe zwar nicht ganz am Ziel angehalten, aber... Aber ja. Ich habe immerhin Gold erhalten, das ist jetzt auch schon mal was. Und ja, wenn euch dieses Szenario gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Ich wünsche euch noch einen schönen 1. Januar 2022 und ja, passt auf euch auf, bleibt gesund, bleibt mir treu. Bis zum nächsten Mal. Euer Dedenny spielt das und ja. Auch wenn ich jetzt vielleicht nicht ganz so viel geredet habe wie sonst immer. Es gab ja auch nicht viel zu kommentieren. Es wird noch weitere Szenarien geben. Bessere auf jeden Fall. Das war jetzt mehr oder weniger so ein kleiner Einstieg in das neue Jahr. Ich wollte einfach mal diese Lok ausprobieren. Und wie gesagt, mir sagt sie nicht so zu. Aber das ist wie immer Geschmackssache. Und ja, ich weiß nicht, wie sie euch gefällt. Schreibt es gerne in die Kommentare rein, schreibt eure Kritik in die Kommentare rein, schreibt rein, was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat, was ich besser machen kann und ja. Für alle die, die neu auf meinem Kanal sind, lasst einen Daumen nach oben da, beziehungsweise lasst ein Abo da und ganz wichtig, aktiviert die Glocke. Jedes Abo hilft mir, mich zu entwickeln und es würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen, wenn ihr mich dahingehend weiter unterstützt und ja. Bis dahin. Macht's gut. Bye bye. Ciao, Servus und Tschüss. Euer Dedenny spielt das.